freue mich sehr, dass du bereit bist, in den nächsten 30 Minuten mit mir ein bisschen über vergangene Zeiten zu plauschen. Wir beide kennen uns ja seit Mitte der 80er Jahre, als ich damals nach Bonn gegangen bin. Warst du am ITB, da haben wir uns kennengelernt und seit dieser Zeit verbindet uns eigentlich eine alte Freundschaft und ich wusste damals noch nicht, dass du in Heidelberg studiert hast. Das hat sich erst peu à peu ergeben. Ich wusste damals Mitte der 80er ja auch nicht, dass ich in Heidelberg landen wollte. Deswegen war Heidelberg kein Thema. Aus heutiger Sicht ist das toll, in dir eine ehemalige Absolventin des Psychologischen Instituts vor mir zu haben. Ich freue mich sehr, dass du bereit bist, mit mir ein bisschen über alte Zeiten zu reden. Vielen Dank erstmal dafür. Hallo Jofu. Eine Rückbegrüßung. Ich freue mich, dass wir uns in diesen etwas unkommunikativen Zeiten auf diesem Wege doch auch hier treffen können. Ja, es ist unkommunikativ und trotzdem können wir mit Hilfe der Aufzeichnung andere daran teilhaben lassen. Das finde ich zum Beispiel richtig, ja. Sehr wertvoll und sehe ich als Gewinn. Wir fangen wie immer in meinen Interviews mit der Zeit vor dem Studium an. Wie kommt ein Kind aus der Pfalz zum Psychologiestudium nach Heidelberg? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich gestellt habe. Und ja, vielleicht muss man zuerst fragen, wie komme ich überhaupt in ein winziges Dorf in der Pfalz? Ja. Das war den letzten Kriegsjahren geschuldet. Meine Eltern sind beide Mannheimer, Urmannheimer. Und in den letzten Kriegsjahren wurde Mannheim mehrfach angegriffen durch Flieger. Und eines Tages standen sie einfach ohne Heim und ohne Dach über dem Kopf da und machten sich zu Fuß über die Autobahn auf den Weg in die Pfalz und blieben in diesem winzigen Dorf, ein Winzerdorf, hängen. Und in diesem Dorf habe ich die ersten 14 Jahre meines Lebens verbracht. Dann ging es wieder zurück, etwas großstädtischer, nach Ludwigshafen. Aufs Gymnasium, ja. Ja, aufs Gymnasium. Aber wie kommst du dann vom Gymnasium erstmal nach Heidelberg in die Psychologie? Ich weiß, du hast gar nicht mit der Psychologie angefangen, sondern dein Herz schlug für was ganz anderes. Ich bringe zwei Wurzeln sozusagen mit. Ich bringe naturwissenschaftliche Wurzeln mit. Ich habe in Ludwigshafen Abitur in einem naturwissenschaftlich-mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium gemacht. Ein Mädchengymnasium, wie das damals noch üblich war, wo man übrigens keine Hosen tragen durfte. Und das zweite bewegende Moment war eine ganz stark ausgeprägte frankophile Neigung, die sehr viele meiner Klassenkameraden hatten. Man guckte, dass man irgendwie mit dem Bus nach Paris mal kam, um sich dort umschauen zu können. Und die Verwandten rieten einem damals, man wusste gar nicht so recht, was man eigentlich studieren sollte, was es alles gab, außer den klassischen Studiengängen. So rieten Verwandte und auch die Lehrer dazu, man möge doch, ja, Lehrer werden natürlich. Und da dachte ich, Französischlehrerin im Gymnasium müsste es doch dann sein. Und so ging ich nach Heidelberg. Es war klar, dass ich nach Heidelberg ging, denn die Eltern wollten einen damals noch nicht so besonders weit weglassen. Und Heidelberg war ja auch sehr hübsch, das kannte ich schon von Kindesbeinen an. Und begann mit einem Französischlehrerstudium. Ja, aber das hat dich nicht lange zufriedengestellt. Nein, es war nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Man sprach eigentlich nicht allzu viel Französisch, sondern man wandte sich dem Altfranzösisch zu, verfolgte Begriffe wie Fenêtre vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Und das Einzige, was einem etwas auflockerte, war der Versuch, Kafkas Schloss 2 Kapitel ins Französische zu übersetzen, aber es war bald klar, nein, das war es nicht. Und da begann ich nun, mich in Heidelberg umzuschauen, was es sonst noch so gibt. Es war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, dass es ein Studienfach Psychologie gab.
Das wurde auch eigentlich. Wie ist das in deinen Fokus geraten? Vielleicht, das waren ja Zufälle vermutlich, dass du. Das waren mehr oder minder Zufälle, wenn man so möchte. Ich habe mich mal in die eine oder andere Vorlesung gesetzt, habe natürlich geschaut, was es dieses und jenes Studium alles beinhaltete. Und da fand ich sozusagen das Psychologiestudium, und zwar hat mich angezogen die viele Naturwissenschaft, die damals drin war, Statistik, Physiologie, Zoologie, Genetik, und es war von Psychoanalyse die Rede, das hat mich auch sehr fasziniert, und Aspekte wie Denken, Motivation, das waren etwas übergreifende Konzepte, wo auch meine Neugier im Grunde geweckt wurde. Ja, ja. Ich habe ein altes Studienblatt von dir gesehen, wo die Kurse in Genetik, Zoologie, Biologie zum vier Teil... Vier Stunden Zoologie pro Woche. Mehr als Psychologie, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich enorm, wie ihr damals auch in andere Fächer hineingeschaut habt. Ne? Das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist heute viel seltener der Fall. Da kommen wir vielleicht gleich zu. 1966 im Sommer hast du dich in der Psychologie heimatlich gefühlt und hast dich da eingeschrieben. Das ist der Beginn deiner Psychologieliebe, Psychologie Mon Amour, begann im Sommersemester 1966. Genau. Ja. Dann warst du bis 1972, bis zu deinem Diplomabschluss in Heidelberg am Institut, damals in der Hauptstraße 242. Wir begannen in der Hauptstraße 242, am Ende der Hauptstraße am Karlstor, in der Villa. Wir waren, ich weiß nicht mehr genau, 12 bis 15 Beginner, und die Gruppe war sehr überschaubar. Und die Villa am Ende der Hauptstraße war, ja, war ein Heim einfach. Es war ein Heim, es war heimelig, familiär. Wir kannten uns alle und wir lernten dort und warfen uns ins Studium. Die Gruppe, wir waren eine Arbeitsgruppe von fünf Kommilitonen, die sich immer wieder trafen. Ja, da muss man jetzt fast schon zu der Frage kommen, wie hat man damals gelernt? Genau. Und da es ja noch kein Kopierer und nichts gab, haben wir alle handschriftlich mitgeschrieben und manche mit Durchschlagpapier, damit man das schon mal ein bisschen weiterreichen konnte. Und das haben wir dann gemeinsam im Garten der Villa besprochen und haben ein Konzept daraus geschrieben, was wieder handschriftlich aufgeschrieben wurde. Toll. Ja, das können wir uns heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen im Zeitalter von Smartphones und Internet und Computer. Nein. Dass ihr damals noch richtig mit Bleistift und Papier gearbeitet habt. Also es gab mehreres damals noch nicht. Es gab kein Kopierer, wie gesagt. Es gab natürlich kein Handy, auch kein iPhone. Es gab keinen PC. Ja. Wie man dann mühsam mal ein bisschen was gerechnet hat, kann ich vielleicht gleich noch erzählen. Aber dadurch war die Art, wie das Studium geführt wurde, eigentlich schon definiert, wenn man so will. Genau, aber gehen wir doch mal auf die Statistik ein, weil das finde ich sehr spannend. Ihr habt wahrscheinlich mit Taschenrechnern gearbeitet. Wir haben mit Taschenrechnern gearbeitet. Wir hatten in unserer Gruppe eine Kommilitonin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, die war die große Statistikerin, und wir alle hörten ihr zu, wenn sie das nochmal was rockelt dargelegt hatte, wenn sie das nochmal zusammenfassend, und wir schrieben mal mit und dann machten wir ein großes Papier draus, und das behielt dann jeder bis zum Vordiplom oder zum Teil noch bis zum Diplom. Es gab Taschenrechner, man hatte hier liegt gerade sowas noch nicht so modern, aber und ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich irgendwann mal eine Faktorenanalyse zu Fuß gerechnet habe mit so einem Gerät. Unvorstellbar. Und es dauerte einen Nachmittag und fast die ganze darauffolgende Nacht. Ich habe mir das aufgeschrieben, den Mittenecker Planung und Auswertung von Experimenten neben mir, so einen kleinen Taschenrechner, und dann ging es los. Ich weiß nicht mehr, wie viele Versuchspersonen zu verarbeiten waren. Die Centroid-Methode war es. Das war wohl die einfachste damals. Und da kriegte man so hautnah noch mit, wie so ein Faktor entsteht. Unvorstellbar. Was ja heute
uns heute, weil wir auf Tastendruck tausende von Daten Sekunden verarbeiten und die Analyseergebnisse rasch scannen, verwerfen. Genau. Ja, da konnte man nicht so rasch was verwerfen, was man dann so mühsam in 2 Tagen errechnet hatte. Das machte man auch ungern. Ja. Das war ja eine Zeit, Ulla, 66 bis 72, da liegt genau mittendrin die 1968er Studentenrevolution. Das ist ja auch an der Psychologie nicht vorübergegangen. Hast du davon was mitgekriegt? Ja, es war überwältigend sozusagen. Wie so langsam entstand, ist irgendwie, habe ich gar nicht mehr so Erinnerung. Ich habe dann... vielleicht sollte man dazu sagen, 68 kam ja Weinert auch nach Heidelberg und vielleicht noch ein kurzer Bis dahin war es ja nur Graumann. Bis dahin war es Graumann, aber einige, Moment, Herr Professor Bergler war noch da und ganz zu Beginn im ersten Semester Feger, Redenkamp natürlich. Ja, aber die waren nicht als Professoren, das waren damals Mitarbeiter. Das war, ja, genau. Der eigentliche Kopf des damaligen Instituts war sicher C.F. Graumann. Eindeutig Graumann, ja. Natürlich. Vielleicht darf ich noch dazu sagen, bei ihm sah ich oder hörte ich und sah auch die erste Vorlesung in Psychologie. Die ging zu, muss 67 gewesen sein, Theorien der Motivation. Ah, okay. Da ist das Büchlein hinterher draus erschienen, so ein blaues Büchlein. Das habe ich als Student nämlich gelesen und fand das klasse. Ja, allerdings muss ich an der Stelle sagen, für mich, die ich nun hier aus Ludwigshafen zugewandert war, saß ich staunend in der Heuscheuer war das, saß ich staunend irgendwo in der Mitte und betrachtete Graumann mit so einem seidenen Schal und er machte immer sein Haar so zurück und zelebrierte diese Vorlesung, wobei ich sagen muss, ich verstand kaum etwas vom Inhalt dieser Vorlesung. Ich wusste, es war von Motivation die Rede, aber leider habe ich nicht mehr vor mir liegen, was ich damals mitgeschrieben habe. Es dürfte sehr dürftig gewesen sein. Es war mir noch nicht klar, wohin das Ganze führen soll. Ja. Das war ja auch noch eine Zeit, wo Professoren viel weiter weg von den Studierenden. Ja. Das waren ja Respektpersonen. Also wir in dieser Fünfergruppe, wir trauten uns nicht einfach mal da an die Tür zu klopfen und zu sagen, ich soll jetzt bei Ihnen ein Referat machen, wo soll ich denn bitte das Buch herbekommen, das gibt es im Moment hier nicht. Also da gab es ein ganz konkretes Beispiel, Bergler, der machte Sozialpsychologie der Jugend, irgendwas in der Art, der junge Arbeiter. Und da kriegte ich ein Referat und es ging auch noch um österreichische junge Arbeiter. Und da fand ich nun weder in der Unibibliothek noch in unserer Bibliothek, die es ja ab 68 dann langsam gab, irgendein Werk, was da relevant war. Und glaubst du, ich bin dann hin und habe gesagt, Herr Professor Bergler, könnten Sie mir bitte helfen, ein Buch zu finden, wo ich etwas über die Freizeitgewohnheiten jugendlicher österreichischer Arbeiter finden könnte? Ich kaufte meinem doch recht mickrigen Salär ein Buch, was etwa 600 Seiten hatte, nämlich zu diesem Thema. Und das habe ich erst vor kurzem mal weggeworfen. Und da war fast die Hälfte meines Monatsgeldes war perdu. Ja, Wahnsinn. Das können wir uns heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und das ist wirklich enorm. Aber nochmal zurück zur 68er Revolution. Weinert ist 68 gekommen. Weinert war die Ansprechperson für die ganzen politischen Querelen, die es damals auch im Institut gab. Ja. Also es war bisweilen wie im Theater. Man saß zum Beispiel, ich habe eines in Erinnerung, Weinert, der ist, alle Professoren waren ja gefordert und gefragt, dieser zunächst sehr verwirrenden Situation zu agieren und zu reagieren. Und diese größere Gruppen drangen immer wieder in die Heuscheuer oder wo immer man saß ein. Und es waren ja eigentlich auch einige Köpfe, die waren recht intelligente Menschen dabei, der Dirk Pilger zum Beispiel und auch Herbert Müller war sogar in meinem Semester. Die stellten sich durchaus dann vorne hin, neben Weinert,
und rissen das Geschehen an sich und sprachen ja so, dass man schon auch lauschte. Und der Professor, der daneben stand, mühte sich dann mehr oder minder erfolgreich, die Sache wieder in den Griff zu bekommen. Ja. Aber Weinert war einfach top. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wieder so ein Trupp hereinkam, irgendeine Vorlesung, und der Leiter, der Führer der Gruppe, rezitierte aus Max Weber, Kapitel 11, 10, 9, und man möge doch mal berücksichtigen, was hier in diesem Kapitel geschildert werde. Und er legte das dann da, und Weinert stand daneben und blickte den jungen Mann an und sagte dann: Haben Sie auch zwei Kapitel weiter gelesen? Dort steht nämlich das und das. Und da war doch, so rhetorisch gewandt der junge Mann war, wusste er zunächst jetzt nichts mehr zu sagen. Und das war beeindruckend. Habe ich ja, bis das heute auch beeindruckend vor. Ich glaube, Weinert war die Person, die damals am Institut die ganzen politischen Streitigkeiten zu managen hatte. Graumann hat sich dezent zurückgehalten. Er hatte mir mal erzählt, dass er seine Vorlesungen am liebsten morgens um 8 Uhr gehalten hat, wo er sagte, da sind die ganzen Radikalisten aufgestanden. Die waren da noch am Schlafen. Ja, und nur die Interessierten kamen zu seiner Veranstaltung. Warst du auch früh morgens mit dabei? Ich muss gestehen, allzu frühe Vorlesungen habe ich nicht unbedingt genommen. Also so ab 10 fing es dann an. Du sagst noch zu Chibo gehen und Kaffee trinken und sowas. Ja, es war aber schon eine beeindruckende Zeit, diese 68er. Es war Unruhe in der gesamten Studentenschaft. Es waren die Vietnam-Demonstrationen, Demonstrationen durch die Stadt hindurch. Ja, das entstand ja in Heidelberg auch das Patientenkollektiv. Ja, das SPK. SPK mit Huber hieß der. Wolfgang Arzt. Huber war der führende Kopf auf Psychiatrie. Und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, ob sie eine, Margit Schiller war auch in dieser Zeit. Ja, die war nicht genau in meinem Semester, aber nicht weit davon entfernt. Sie war auch selten zu sehen in Vorlesungen. Man sah sie häufiger mal irgendwie am frühen Morgen in irgendeinem Park sitzen, habe sie zufällig mal gesehen, mit einer Perücke in der Hand. Und da dachte ich schon, ach, hier tut sich irgendwas Ungewöhnliches und Seltsames. Merkwürdig. Ja. Ja, ich habe ihre Biografie gelesen. Das ist ja eine ganz traurige Geschichte, weil sie dann tatsächlich aus dem Psychologiestudium in die RAF abgedriftet ist und beim ersten Überfall, den sie in Hamburg mitmachen sollte, gleich festgenommen wurde und infolge der Notstandsgesetze zu 15 Jahren Haft unter erschwerten Bedingungen verurteilt wurde und sie in ihrer Rückschau auf ihr Leben sagt, sie hat ihr ganzes Leben eigentlich verhunzt durch diese damalige Entscheidung. Das klingt sehr vorwurfsvoll, aber ich meine, sie hätte das hier nicht machen müssen. Sie hätte es nicht machen müssen, ja. Sie hätte es nicht machen müssen, ja. Naja, du hast es jedenfalls geschafft, 1972 eine Diplomarbeit auf den Tisch zu legen. Ja, das war ein ganz anderes Thema, als wir bisher besprochen haben. Es war eine Untersuchung, eine Studie, die initiiert wurde von Ärzten an der Universität, an der Uniklinik Frankfurt-Main. Mhm. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt geknüpft wurde. Die habe ich zusammen mit einer Kommilitonin gemacht. Eva Streubel hieß sie. Und es wurden analysiert, Hämodialysepatienten, und zwar Heimdialysepatienten. Das sind Menschen, die zur Blutwäsche nicht ins Krankenhaus gehen, sondern das Ganze zu Hause machen. Die haben dann eine riesen Maschine da stehen und müssen 2-3 Mal die Woche das gesamte Blut erneuert bekommen und gewaschen. Und es läuft durch den Apparat und fließt zurück in den Körper. Das waren fast nur Männer, die das zu Hause machten. Der Ehepartner war natürlich dann sehr an den Patienten gebunden. Und da wollten die Ärzte
gerne mal sehen, wie sich das auf die Psyche und überhaupt die Einstellung des Ehepartners und auch des Patienten auswirkt. Und da sind wir in Hessen, das fand in Hessen statt, dann irgendwie 50 Krankenhäuser besucht und sind zu den Patienten nach Hause, also nicht Krankenhäuser, sondern Patienten, die irgendwo wohnten, in Schlüchtern oder wo auch immer, ganz verstreut und haben dann so einen halben Tag diese Interviews gemacht, ausgewertet und zusammenfassend dargestellt. Das heißt, damals hast du auch schon Statistik angewendet, natürlich. Ja, ja, gut in Maßen. Das war jetzt nichts, was groß ausgewertet wurde. Das war angesichts der Zahl an Patienten, konnte man das schon wieder fast mit der Hand rechnen. Okay. Ja, ja. Okay, das heißt, damit ist dein Studium in Heidelberg abgeschlossen gewesen. Du hast Heidelberg dann auch verlassen, bist erst nach Frankfurt, später nach Wiesbaden, dann wieder zurück nach Frankfurt gegangen, hast einen Doktor an der Uni Mannheim gemacht. Ja. Was war das Thema der Doktorarbeit? Das Thema wurde geboren in den 5 Jahren, die ich in Frankfurt war, an der Universität Frankfurt, von 76 bis 82. Mhm. Dort war ich nicht an der psychologischen Fakultät, sondern in der physikalischen Fakultät. Man muss dazu sagen, inzwischen war ja die kognitive Wende, hat sich bemerkbar gemacht, auch hier. Und das war eine Entwicklung, auf die bin ich mit vollem Herzen geflogen. Das schien mir das, was ich die ganze Zeit beim Studium sozusagen, wenn es um Gedächtnisforschung und sowas ging, vermisst habe. Die Inhalte und wie wirken sich Inhalte, Gedächtnisstrukturen, Schemata, wie immer man das nennen will, auf das Wissen, auf das Verstehen und auf das Problemlösen aus. Und da traf ich bei irgendeinem Vortrag, den ich hielt, Professor Jung, einen Physiker, Physikdidaktiker, der von Wagenschein geprägt die Vorstellung hatte, vielen Schülern der Sekundarstufe 1 vor allem fällt so die Basisphysik, das zu erlernen, deshalb so schwer, weil Alltagsvorstellungen, subjektive Wissensstrukturen hier störend einwirken. Das zeigt es, es gibt ja viele physikalische Begriffe, Kraft, elektrischer Strom, Spannung, Widerstand, die haben schon eine Alltagsbedeutung. Bei Kraft zum Beispiel ist es so, Kraft hat im Alltag, ist es eine Eigenschaft von etwas. Ein Mann hat Kraft, Meister Popper hat Kraft. In der Physik ist Kraft als Beziehung zwischen zwei Objekten gefasst. Und so ist es, ähnlich ist es auch mit Strom, Stromstärke. Strom wird als Substanz, als Flüssigkeit gesehen, die irgendwie von rechts in den Leiter reinfließt. Und dann kommt ein Lämpchen, ein Hindernis und hinter dem Lämpchen ist dann die Stromstärke ein bisschen abgeschwächt. Das Lämpchen hat was abgezweigt und so. Und all diese Fehlvorstellungen kommen nicht zu tragen, wenn man die Schüler das Ganze per Gleichung bearbeiten lässt. Also U gleich R mal I, I gleich U durch R. Da stört nichts, keine Vorstellung von genau. Strom als Flüssigkeit. Das heißt, das war die naive Physik, die dich fasziniert hat. Ja, und in diesen 5 Jahren, das war auch ein Novum, dass die Physiker hier einen Psychologen anheuerten für 5 Jahre, stand meine Aufgabe darin, die subjektiven Wissensstrukturen für ein bestimmtes Thema, ich habe die Elektrizitätslehre gewählt, zu diagnostizieren und einen Satz von Aufgaben zu kreieren, in dem sich diese Fehlstrukturen, die übrigens in sich durchaus flüssig waren, aber halt keine physikalischen Vorstellungen, sich in typischen Fehlern niederschlägt. Ja. Und das ist geglückt in den 5 Jahren. Es gibt inzwischen einen fixen Baukasten von solchen Stromkreis-Batterieaufgaben, die heute noch Lehrer verwenden können, um zu gucken, wo stehen meine Schüler mit ihren Alltagsvorstellungen. Und darüber habe ich dann auch promoviert. Genau, das war dein akademischer Abschluss. Ja. Dann ging es ja in die Praxis nach Bonn ans Institut für Test- und Begabungsforschung. Test- und Begabungsforschung, ja. Da wollen wir gar nicht so viel drüber reden. Nein. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie viel von deinem Studium hast du den Eindruck, hast du da gebrauchen können?
Das ist ja für uns auch aus heutiger Sicht als Lehrende immer eine wichtige Frage. Kommen wir da sozusagen überhaupt mit Wissen rüber, was man später für den Beruf gebrauchen kann? Du bist ja in der nicht-akademischen Welt gelandet. Ja. Ich glaube, du bist die einzige meiner Interviewpartner, Partnerinnen, die tatsächlich nicht an der Universität weiter ihr Leben geführt hat, sondern die aus dem akademischen Kreis herausgegangen ist, in eine angewandte Forschung, in eine ganz andere Welt, kann man ja eigentlich sagen. Ich denke, eine bestimmte Form des Denkens nimmt man mit aus der Psychologie. Ich merke das oder habe das immer wieder mitgemerkt, wenn ich Menschen traf, die aus anderen Bereichen kamen, Juristen zum Beispiel, oder Wirtschaftswissenschaftler. Bei Juristen ist es besonders prägnant. Das Denken in Faktoren zum Beispiel, das ist dort überhaupt nicht verbreitet. Darauf basieren sehr oft fehlgeschlagene Debatten zwischen Juristen und anderen Fakultäten. Genau. Zwischen Juristen und Ökonomen zum Beispiel. Alles, was mit der kognitiven Psychologie kam, das vernetzte Denken, die Rolle der Wissensstrukturen und so weiter, das sind Dinge, die fand ich faszinierend. Das war nun nicht unbedingt das, was ich die ersten Semester lernte, aber es war mir klar, was der Unterschied dazu ist, und ich hatte ein Fundament, auf das ich aufsetzen konnte. Das fand ich sehr wertvoll. Naja, man muss auch dazu sagen, tatsächlich hat sich unser Fach in den Jahren zwischen 1960 und 1990 auch enorm verändert, weil die kognitive Wende ja, wie du vorhin gesagt hast, vollzogen wurde und ganz viel Forschung in dem Bereich gemacht wurde. Das gab es zu Beginn deines Studiums ja noch gar nicht. Es wurde dadurch eben auch die Tür geöffnet, um mit anderen, zum Beispiel mit Physikern zu kommunizieren, an die man ja schlecht rankommt mit dem, was man in der frühen Gedächtnisforschung machte. Das war dann zwar ganz lustig, aber man konnte es nirgends anwenden. Genau. Diese Dinge, die konnte man nun im schulischen Bereich anwenden, und das hat mir gut gefallen. Ja, genau. Das hat ja deinen weiteren Lebensweg auch massiv beeinflusst, und da hast du dich ausgetobt, wenn man so will. Du hast das richtige Spielfeld gefunden. Ulla, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was du den jüngeren Absolventinnen und Absolventen, die bei uns heute studieren, mit auf den Weg geben willst? Du bist jetzt eine ältere, weise Dame und blickst zurück auf ein reichhaltiges Leben. Gibt es irgendetwas, was du den Jungen mit auf den Weg geben könntest? Eine Lebensempfehlung? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Es ist nicht so einfach, hier jetzt etwas zu empfehlen, denn die Situation heutzutage ist ja eine gänzlich andere. Was ich Ihnen gerne mitgeben würde, ist einfach aus der Erkenntnis, die ich in so verschiedenen Stadien gezogen habe, macht euer Studium nicht zu stromlinienförmig. Schaut doch immer mal wieder etwas über die Grenzen des Ganzen hinein. Nehmt Kontakt zu anderen Fakultäten auf. Für mich fiel es wie Schuppen von den Augen, als ich die ersten Gespräche mit Physikern führte, und ich sage es ein stolz geschwellter Brust. Also wenn wir dies jetzt hier, wie wir es ausgerechnet haben, haben wir jetzt 60% der Varianz erklärt. Und dann guckten die und sagten, ja, und was haben Sie jetzt damit erreicht? Und dann merkte ich, dass ich einfach die falsche Sprache in dieser Situation sprach. Man spricht, ohne dass man das merkt, ja, diese Psychologensprache, die von anderen gar nicht so gut verstanden wird. Die letzten 25 Jahre habe ich ja noch in der freien Wirtschaft gearbeitet. Auch da konnte ich enorm viel von dem, was ich gelernt habe, verwenden. Aber es war mir inzwischen klar, ich muss das anders ausdrücken und anders darlegen. Und ich denke, das lernt man nicht im Studium, nicht im Psychologiestudium unbedingt, weil dort immer dieselbe Sprache gesprochen wird. Dazu muss man irgendwie ein bisschen raus. Ich weiß noch nicht, ob sich das noch realisieren lässt.
will aber trotzdem darauf bestehen. Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, was du hier formulierst. Ich glaube, ich kann mich dem sofort anschließen. Ich bin ja auch jemand, der gerne über den Tellerrand unseres Faches hinaus zu blicken versucht und weiß, dass das schwierig ist, unser psychologie-eigenes Denken in andere Welten hineinzutragen und dort verständlich zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Ulla, vielen Dank, dass du hier eine halbe Stunde zu einem Gespräch bereit warst. Ich fand das sehr erhellend zu hören, wie das Studium damals in den 60er Jahren in Heidelberg sich vollzogen hat. Und das, finde ich, ist für mich doch toll zu sehen, wie das damals funktioniert hat, wie es heute völlig anders funktioniert. Ja, und trotzdem ist es die gleiche Psychologie, mit der wir ja weiterhin konfrontiert werden. Liebe Ulla, danke, dass du mitgemacht hast. Bleib gesund und bis bald. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.